Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. So Leute, ich habe ein Problem. Das Ding ist, ich mag Kaiju-Filme. Mag ich wirklich gerne. Ich mag auch Kaiju-Comics. Ich mag Godzilla-Comics. Ich finde die cool. Ich mag den Grundgedanken, dass Godzilla vs. Kong ein Sequel bekommt. Was ich aber nicht mag, erfährst du in diesem Video. Bevor das Video losgeht, möchte ich dir aber noch ganz kurz den Facebook-Channel von Godzilla Deutschland empfehlen, den ich dir in der Beschreibung markiert habe. Denn auch ich habe inzwischen hier so ein bisschen meine Finger mit im Spiel und kann das ein oder andere auf der Seite posten. Da haben wir so eine kleine Partnerschaft gemacht. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, abonniert den Kanal auf Facebook und alle sind zufrieden. So, worum es jetzt hier grob in dem Video geht, könnt ihr wahrscheinlich auch schon dem Thumbnail entnehmen und dem Titel Der Krieg der Kaijus kommt. Zumindest scheint es so. Denn niemand Geringeres als der Monsterverse-Autor Max Borstein. Ja, anscheinend gibt es wirklich einen Kopf hinter dem Monsterverse. Der hat sich jetzt offiziell zu einem Sequel zu Godzilla vs. Kong ausgesprochen und hat dann daraufhin verwiesen, ein Godzilla vs. Kong 2 wäre ihm doch eigentlich ganz lieb. An sich eine ziemlich coole Sache und ich habe mir erstmal gedacht, das hört sich super geil an. Naja, seine weiteren Vorhaben bzw. seine weiteren Vorschläge, wie das Ganze vonstatten gehen soll, waren dann ein bisschen seltsam. Zum einen hat er erstmal gesagt, dass keine Menschen in dem Film auftauchen sollten. Das wäre seine Idee für ein wunderschönes Sequel. Ist okay, ich bin jetzt auch kein Riesenfan der menschlichen Figuren in den Godzilla-Filmen. Allerdings brauchen wir die doch, um ein bisschen Kontext in die Geschichte reinzubringen. Ansonsten besteht der Film ja nur aus und ah, das wäre vielleicht ein bisschen wenig. Ich könnte mir zwar auch einen super coolen Dokumentationsfilm über die Kaiju vorstellen, allerdings bin ich der Meinung, wir brauchen schon ein bisschen menschlichen Kontext, um eine Geschichte fortzuführen. Weiter hat er in dem Artikel aber geschrieben, er würde gerne diese kleinen Wissenslücken aus Godzilla vs. Kong füllen. Er würde sie gerne füllen, er würde gerne die Lücken füllen aus dem Film, bei denen es um den Krieg zwischen der Rasse Godzilla und den Kongs geht. Kaiju ist die Rasse, Godzilla und Kong sind die Spezies. Ihr wisst, was ich meine. Das würde er sehr gerne verfilmen bzw. die Geschichte erzählen. Sorry, verfilmen wurde nicht genannt. Er würde die Geschichte ganz gerne erzählen. Und ich dachte mir, ist ein Sequel nicht eine Fortsetzung? Redest du aber nicht gerade von einem Prequel? Oder habe ich dir was ganz falsch verstanden? Auf jeden Fall, okay, ganz coole Sache. Ich glaube, jeder von uns hat sich, während er Godzilla vs. Kong geschaut hat, kurz vorgestellt, wie cool das einfach nur wäre, diesen Krieg der Kaijus, dieser gewaltigen Kreaturen auf der großen Leinwand zu sehen. Von daher würde ich sagen, go, macht das Ganze. Wenn ihr eine Idee habt, wie ihr das ohne Menschen rüberkriegt, bin ich auch vollkommen dafür. Ich bin offen für so eine Interpretation. Jetzt kommt's aber. Anscheinend ist der Plan nämlich nicht, das Ganze als Film zu erzählen, sondern als Comicbuch. Ein Comicbuch, welches nach Godzilla vs. Kong spielen soll, in dem bestimmte Figuren, also Wissenschaftler, hier tauchen wohl doch mal ganz kurz Menschen auf im Urskript, auf jeden Fall herausfinden, was damals passiert ist. Und daraufhin soll dann die Geschichte in die Vergangenheit switchen und wir bekommen den Krieg der Kaijus mit. Jetzt habe ich damit aber ein Problem. Ich habe eben gerade gesagt, ey, die Comics sind doch ganz cool, ich finde das hier auch cool. Das ist ein Comic, der spielt vor dem allerersten Godzilla-Film, sogar um Längen davor. Also vor dem Godzilla von 2014. Und das ist okay, das ist eine Randinformation. Die kann man sich als Fan durchlesen, die ändert aber einfach nichts, was die Geschichte angeht. Zumindest nicht wirklich Gravierendes. Mir fällt gerade sogar einfach gar nichts ein, was diese Geschichte ändert. Man kann sie lesen, um Nebeninformationen zu bekommen, man braucht sie aber nicht zwingend. Und das ist okay. Was jetzt aber hier passiert, ist genau der gleiche Shit, den sie auch mit Justice League vorhaben. Sie versuchen, ein Franchise fortzuführen, das allen Anschein nach aber kein Go bekommt. In dem Fall eben, weil Warner und Toho sich ja immer noch so ein bisschen kabbeln, beziehungsweise Toho eben einfach sagt, jetzt sind wir wieder am Ball. Jetzt sagt Warner dann anscheinend einfach, okay, dann machen wir das Ganze eben als Comic fertig. Ich weiß nicht, warum das dann rechtlich funktioniert, während ein Film nicht auch rechtlich funktioniert. Fuck, nehmt doch einfach beide die Lizenzen und macht beide euer Ding da draus. Ich kann es nicht nachvollziehen. Justice League macht anscheinend genau das Gleiche. Wir bekommen keinen Justice League 2 und 3 im Film. Wir bekommen jetzt ein Justice League 2 und 3 als Comic. An sich ist das okay, wir bekommen wenigstens das Beste, was man irgendwie daraus machen könnte. Wenn eben die Zeichen sehr schlecht sind für eine Verfilmung, macht man eben einen Comic daraus.
Ich wäre allerdings dafür, es dann einfach sein zu lassen. In der Sache von Justice League ist es nochmal eine andere Geschichte. Da stehen die Zeichen noch wesentlich schlechter als jetzt hier beim nächsten Godzilla-Film. Bei Godzilla geht es einfach nur darum, dass die beiden Firmen, eben Warner und Toho, jetzt versuchen auszukappeln. Ich will jetzt den nächsten Film. Ich bin auf der Seite von Toho, die haben die Rechte daran, die haben den Original-Godzilla geschaffen. Warum man aber eben nicht einfach sagt, ey, machen wir halt beide unser Ding. An sich vollkommen klar. Hollywood möchte die chinesischen Zuschauer mit ins Hollywood-Kino holen und Toho möchte jetzt die neu aufgeflammten westlichen Fans in seine Filme reinziehen. Und es ist soweit auch okay, wenn da nicht ein Streit auftaucht, der dann dafür sorgt, dass irgendwie keiner zufrieden ist. Ich habe noch keine Comic-Entwürfe gesehen, die gibt's auch noch nicht. Das war erstmal nur ein ganz grobes Statement vom Schreiber und dem Planer hinter dem Monsterverse. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass dieser Krieg der Kaijus auch ursprünglich geplant war von ihm und er jetzt einfach sagt, ey, wenn ich das Ganze nicht verfilmen darf, dann gebe ich da jetzt auch einen Scheiß drauf, ich werde das Ganze jetzt eben als Comic niederschreiben. Wenn wir das Ganze aber jetzt als Comic niedergeschrieben bekommen, kann ich euch versichern, dass wir darüber erstmal eine ganze Weile lang, wenn vielleicht sogar überhaupt nicht, einen Film darüber sehen werden. Denn Fakt ist eben auch, wenn erstmal ein Comic erscheint, dauert das in der Regel doch relativ lange, bis man dazu eine Verfilmung bekommt. Und deswegen bin ich der Meinung, wartet doch einfach erst. Wartet doch einfach erst mal ab. Es ist hier kein Ding der Unmöglichkeit. Hier geht es um pure Diskussion. Wenn man am Ende jetzt einen Comic rausbringt und danach heißt es dann vielleicht 2 Tage später, ey, hier, guck mal, wir können doch einen Godzilla-Film drehen, Toho gibt uns doch die Rechte wieder, dann steht ihr aber blöd da. Weil dann könnt ihr höchstens diesen Comic 1:1 verfilmen oder ihr müsst diesen Comic wieder aus der Original-Lore rausstreichen und euer eigenes Ding machen. Das ist so oder so einfach kompletter Murks. Ich finde, das wird langsam so ein Trend, dass man immer schneller aufgibt und immer schneller in diese Comic-Richtung rutscht. Ich mag Comics, daran liegt es überhaupt nicht, aber Geschichten werden doch nicht zu Ende erzählt durch Comics. Ich fand das bei Star Wars teilweise echt schon schlimm. Bei Star Wars verstehst du Episode 7, 8 und 9 nur, wenn du ein Buch dazu gelesen hast und 3 Comics. Ich finde das eine wirklich anstrengende und nervige Entwicklung. Das ist vielleicht Jammer auf hohem Niveau. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr einfach sagt, Tobi, du spinnst doch, das ist doch vollkommen cool. Ich bin der Meinung, mich persönlich nervt es einfach ein bisschen. Und werde ich mir den Comic kaufen? Ja. So, um das jetzt mal hier abzuschließen. Mein Fazit ist eben ja. Was ist deine Meinung zu dem ganzen Thema? Sagst du, okay, ist doch geil, wir haben wenigstens eine Fortsetzung? Oder würdest du auch sagen, wie ich, wartet halt erstmal ab und kommt irgendwie zu einer Regelung? Es kann eigentlich nicht so schwer sein. Wenn dich jetzt meine überraschend positive Reaktion auf die beiden Godzilla-Filme Planet der Monster und Eine Stadt am Rande der Schlacht interessieren, dann kannst du dir die beiden Videos hier mal angucken. Da habe ich eine schöne Kritik darüber gemacht. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.